MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Achtung! Dieses Video enthält Flüche, Beleidigungen, Unfug und Emotionen. Wer ein perfekt gespieltes Spiel erwartet, wird wahrscheinlich enttäuscht werden und sollte jetzt abschalten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Videobeschreibung oder fragen Sie den YouTuber über die Kommentarfunktion. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Madden 17 auf der PlayStation 4. Wir sind wieder unterwegs in der Connected Franchise mit mittlerweile 13 Mitspielern. Und wir schauen uns wie gewohnt natürlich die Ergebnisse der Vorwoche an, also Season Week 10, Ravens gegen die Browns. Die Browns unterliegen, also der Talanoa unterliegt den Baltimore Ravens mit 7-16. Talanoa ist übrigens einer von den Mitgliedern, der auch selber YouTuber ist. Das heißt, hier in der Videobeschreibung könnt ihr eine Verlinkung zu allen Kanälen der YouTuber, die in dieser Liga mitmachen, finden. Wenn ihr da drauf drückt, kommt ihr zu dem jeweiligen Kanal und dort könnt ihr euch diese Spiele, die ihr hier seht, nochmal live und in Farbe ansehen. Das nur so am Rande. Jacksonville besiegt die Texans mit 31-24. New Orleans besiegt die Broncos. Die Jets besiegen die Rams. Die Philadelphia Eagles, und das ist natürlich richtig übel, aus Sicht der Sid, denn die steuert natürlich hier Matt Ryan und die Atlanta Falcons. Und die Eagles gewinnen gegen die Falcons, und das ist im in Richtung Playoff-Plätze für die Falcons. Das war so oder so schon sehr knapp. Jetzt ist es wirklich, Alarmstufe Rot in Atlanta, würde ich sagen. Der diesjährige Super Bowl-Teilnehmer hier auf der Konsole richtig in Nöten. Carolina, also der Royal, unterliegt in einem User-Game den weiterhin ungeschlagenen Burger mit seinen Kansas City Chiefs mit 17-24. Tampa Bay, der Fabi, zu 0. Lässt er sich von den Bears abwetzen. 22-0 gewinnt Chicago gegen Tampa. Die Redskins, das ist der heutige Gegner von mir, besiegen die Vikings mit 36-20. Dieses Spiel habt ihr hoffentlich auf meinem Kanal gesehen. Der Basti besiegt mich mit den Packers mit 24-10. Zweimal mussten wir da spielen. Warum der Luca zweimal angetreten ist, muss ich noch in Erfahrung bringen. Auf jeden Fall besiegt er mit seinen Miami Dolphins die San Diego Chargers mit 24-6. Arizona besiegt San Francisco. Pittsburgh besiegt den Barbarossa mit seinen Dallas Cowboys. New England, das ist der Tobi, verliert gegen den Bela. Das Match hat leider nicht stattgefunden, auch wenn wir die Woche weit hinausgezögert haben. Deshalb ein Forced Away Sieg für den Bela. Der war nämlich bereit, aber der Tobi nicht. Der Tobi übrigens zur Strafe deshalb nächste Woche auch mit einer automatischen Niederlage. Und die Giants unterliegen den weiterhin ebenfalls ungeschlagenen HSV-Klunker mit seinen Bengals mit 12-24. So, jetzt geht's aber endlich ins Spiel. Warum ich so schnell rede, kann ich euch sagen, weil eigentlich habe ich nämlich schon gespielt, beziehungsweise schon angefangen. Ich lag 3-0 in Front, war ein erster guter Drive. Und dann ging nichts mehr. Dann wollte ich eine Zeitlupe von einer Aktion hier zeigen und das Spiel hat sich komplett weggegangen. Komplett weggegangen ist auch falsch. Es lief alles noch, also die Animation hier im das Hintergrundbild lief noch alles, die Fans waren noch zu hören, aber es passierte gar nichts mehr, minutenlang. Und dementsprechend muss ich hier jetzt nochmal neu anfangen. Das passt mir gar nicht in den Kram, weil ich eigentlich nämlich das Spiel sehr schnell aufnehmen wollte, damit das morgen, wir haben nämlich jetzt schon Donnerstag, zum Thema, wir haben ganz schön rausgezögert. Normalerweise advancen wir die Liga, also schalten eine Woche weiter und zwar jeden Sonntagabend. Wir haben also bis Donnerstag rausgezögert und trotzdem hat es dann nicht hingehauen. Das ist leider ein bisschen blöd gelaufen. So, deshalb will ich aber schnell fertig werden, weil ich das Spiel gerne wie gewohnt Freitagnachmittag euch präsentieren möchte. Jetzt machen sie natürlich im ersten Drive die verdammten Redskins direkt Punkte. Ja, das war vorhin nicht der Fall. Und wisst ihr, was vorhin noch der Fall war? Das war richtig cool. Lacey hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Das Laufspiel war echt cool. Davon kann ich mich jetzt wahrscheinlich hier wieder verabschieden, richtig? Das wird nicht so viel. Ne, da hat er direkt aufgepasst. Der zweite Linebacker, beide in der Zonenverteidigung. Das ist nur ein Jährchen.
Ein Jährtchen. Ja, ärgerlich. Machen wir nochmal so ein kurzes Ding. Na, eigentlich bringt uns das nichts, ne? Dann machen wir die Slants. So, Ball ist unterwegs. Ich sehe nichts. Ja, und da kommen sie auch schon. Flag on the field. Ich hoffe gegen die Redskins. Boah, da liegen vier Leute auf uns drauf. Ey, Freunde. Und ihr steht da rum und sagt, ich hab gar nicht geblockt. Ja, gegen Offense, oder? Ja. Sogar noch ein Holding gegen die Offense. Erstaunlich. Das lehnen sie aber ab, oder? Eigentlich müssten es, ja, 3 und 16, eigentlich müssen es ablehnen. Das tun sie auch, klug wie sie sind. Und ja, da können wir uns nur herzlichst bedanken. Ja, das reicht nicht. Ja, machen wir den hier. Und, das ist ein First Down. Ah, richtig wichtig. Diesmal haben wir die Zeit gehabt und können warten, bis Nelson dann nach links rausgeht. War da am Anfang in Doppeldeckung. Ja, hier, ja, gut geblockt. Und das passt. Wunderbar. Hier, Jordy Nelson. Wunderbar gelaufen. Der Pass passt. Die Finger zu einem Dreieck zusammen gemacht. Wunderbarer Catch. Alles gut. Alles richtig. Dankeschön. Deep Curl. Ja, versuchen wir mal einen Deep Curl. Bevor wir dann auch mal ab und an ein Laufspiel reinschleddern lassen. Oh! Okay, der war tief geworfen eigentlich, mit L2 noch. Und warum Kopp da nicht mit der Hände zum Ball gegangen ist, sondern den Ball anscheinend mit dem Helm fangen wollte, kann ich euch jetzt nicht sagen. Ja, ist ein bisschen ärgerlich. Aber Gott sei Dank keine Interception. So. Okay, scheiß auf die Curl-Spielzüge. Von wo kommt der Druck? Kein Druck. Gut, dann bringen wir den Pass an den Mann. Und das ist ein neues First und ein paar Yards mehr. Also neue Versuche. 2000 Passing Yards in dieser Saison. Diesen Meilenstein habe ich vorhin auch schon erreicht. Schön, dass das hier nochmal klappt. Aber es waren auch, glaube ich, nur 23 Yards, die wir passen mussten, um diesen Meilenstein zu erreichen. So, jetzt machen wir mal hier ein Laufspiel rein, denn das haben wir noch gar nicht. Und wie gesagt, vorhin hat das echt gut geklappt. Der hatte irgendwie 2 Versuche für 14 Yards, als ich hingeguckt habe. Das ist nix. Ja, ja. So kenne ich ihn. Aber immerhin ein Yard gemacht. Na guck, das ist ja fast sein Schnitt. Bald ist es sein Schnitt. 2-9. Ist natürlich schade, dass das mit dem Laufspiel wieder so läuft. Denn, ja, jetzt muss ich mir schon wieder wirklich was einfallen lassen. Ah, wir können ja nochmal hier auf Lacey passen vielleicht. Ein Play-Action auf Lacey. Der muss halt nur irgendwann mal an seinen Leuten vorbeikommen, ja. Schade, dass er da so rumgespackt ist. Aber es bringt ein paar Yards. Aber wir haben ja leider wieder 3 und 6. 3 und 6. Was bringt der Mesh-Spielzug auf Kopp? Schauen wir mal, ob er das hinbekommt. Kopp in Motion. Ah, das wird er nicht schaffen. Das wird er. Doch, das schafft er! Sehr gut gemacht! Kopp mit dem Catch und dann macht er die entscheidenden Yards. Sogar noch großzügig ein paar mehr, als wir gebraucht hätten. Ganz wichtiges Down. Ganz wichtiger Spielzug. Und ah, das hat der 56 enteilt, ist richtig wichtig gewesen. Stark. Macht mich richtig stolz. Gut, dass Kopp auch wieder da ist. Gut, dass Kopp wieder da ist. Was ist denn mit so einem langen Play-Action-Spielzug? Mache ich ja eigentlich selten. Ja, Jordy hätte sogar Speed-Vorteil. Wir ändern Stick-Spielzug. Und der passt. Ja, das war die richtige Entscheidung. War die richtige Entscheidung. Und das müsste sogar direkt ein First Down gewesen sein. Ich habe jetzt nicht auf den Spieler geachtet, sondern hinten links, weil ich dachte, oh, guck mal, Nelson war auch vor. Ja, ist aber First Down. First Down. Weak Zone. Wir müssen ja, ne, bringt ja alles nichts. Laufspieler müssen ja mit rein. Rogers soll da mit blocken. Und Rogers blockt mit, aber von links ist der Block viel zu kurz gehalten und deshalb wieder nur ein Yard. 2 und 2 von Eddie Lacy. Das ist scheiße. Das ist wirklich richtig scheiße. Entschuldigung. Oh, nein. Ah, nicht Setspot. Ich wollte diesen Spielzug da nehmen, der da außen war. Ah, das ist Play-Action-Dagger oder so.
Da brauche ich aber viel Zeit, Freunde. Da brauche ich viel Zeit. Ja, den habe ich nicht. Ach! Jedes Mal die gleiche Scheiße mit euch. Verschafft mir doch mal ein bisschen Zeit. Und warum fumble ich jedes Mal, wenn ich Kontakt habe? Jedes Mal. Bei anderen Leuten, ja, die fummeln die Dinger nicht. Da ist es incomplete oder ein Sack. Ha, warum lassen die mir nicht die Zeit? Gut, die Redskins punkten nicht. So. Ha! Ich hasse meine O-Line. Ehrlich, ich hasse das Laufspiel und ich hasse die O-Line. So, pass auf Adams. Ja, rechts haben wir Platz. Und er fängt ihn. Rechts war kein Druck. Deshalb dachte ich, rolle ich lieber mal nach rechts raus, um noch die Option zu haben, vielleicht selber zu laufen. Aber alles gut. Ja, relativ knapp. Ja, mit etwas Pech kommt der Verteidiger dann noch mit der Hand dazwischen. Ja, abfangen wird er nicht. Dafür war er dann doch zu scharf geworfen, aber er hätte ihn runterswatten können. Oh, ja. X wollte ich jetzt noch werfen. X hätte wenigstens noch ein bisschen was gebracht. Leute, ich habe extra die O-Line noch... Scheiße. Was spielen wir denn jetzt? Extra der O-Line noch gesagt, ne? Hier so und so und so, aber ist nicht. Im Moment halten sie mir hier echt nix runter. Ja, High Pressure erneut. Im letzten Moment muss ich hier gucken, dass ich den Ball loswerde. Das ist gerade richtig schlecht, was die O-Line abliefert. 3-7, das tut gerade weh. Das tut gerade richtig übel weh. Und habe ich nicht so die Böcke drauf. Also ein bisschen mehr muss da kommen. Nicht jetzt aus. Ah, ich glaube, er war mit beiden, jetzt ist es interessant. War er mit beiden Füßen inbound? Der Pass wird erstmal komplett gegeben. First and 10. Jetzt wird es interessant sein. Wir schauen nochmal drauf. Ja. Auf den ersten Blick definitiv. Beide Fußspitzen hier inbound. Ja. Ja, müssen wir natürlich mal sehen, wann er den Ball hat, aber ich gehe davon aus, dass das alles Tutti war. Stark gemacht. Ja, Washington Challengers. Da habe ich schon beinahe mit gerechnet, aber die Challenge ist durch, ja. Alles gut. Läuft. First and 10 und wir spielen Toss-Crack. Also, ein Spielzug hier, ne? Ihr seht, das soll alles geblockt werden. Und wir werfen hier, oder wir tossen hier auf Lacey und das ist jetzt für, ja, 3 Yards, also 1 Yard Raumverlust. Jetzt hat er 3-1. Läuft. Fairerweise muss man sagen, da konnte er jetzt nicht wirklich was machen. Weil natürlich die Blocks nicht funktioniert haben oder die Redskins den Spielzug sehr früh schon durchschaut hatten. Ja, ich will nicht wieder auf Nelson. Kann er noch ein paar Yards machen? Ja, aber das ist wenig. 3-7 oder so werden wir haben. 3-6. Schwierig. Ist zu lang für ein Laufspiel beinahe und ja. Tut weh. Packerslants. Könnte klappen. Auf Jordy. Mal gucken, von wo kommt der Druck? Druck kommt keiner. Halt ja die Pille fest, Junge. Und er tut es. Sehr schön. Ich habe 5 neue Notifications. Sehr schön. First and 10. Wichtiges First Down. Aber da war auch richtig Ramazamba schon. Also da war... Bin ich ihm dankbar, dass er das Ding gecatcht hat. Weil es ist bei meiner Truppe nicht selbstverständlich. Nicht selbstverständlich. Sollen wir das Laufspiel trotzdem machen? Ich sehe nur einen Linebacker. Wir laufen trotzdem. Ja, schlechter Snap. Und er läuft genau in die Lücke rein, wo gar keine Lücke ist. Und kriegt dann direkt von 2 und wieder ein Yard Verlust. Das heißt, er steht jetzt, ja, irgendwie 6 und ohne. Sehr cool. 2-Minute Warning. Ah, schade, ich wollte den Tight End Post mal spielen, den kannte ich gar nicht. Den Spielzug. Ja, den Screen-Spielzug möchte ich jetzt eher nicht. Slot Corner können wir auch. Bench und Slot Corner. Ah, ich mag diese nach außen Werf-Spielzüge nicht. Da sind 3. Ah, mein Fehler. Ja, da war durchaus was frei. Ich war zu sehr damit beschäftigt, warum da 3 Spieler Verteidiger auf der linken Seite waren. Und da habe ich jetzt hauptsächlich hingeguckt. Fiese Geschichte. Packers Dick.
Für Packers Dick brauche ich aber eins, und zwar Zeit. Ihr seht, von der Route her würde das genau passen. Aber wie gesagt, ich brauche da Zeit. Und ich habe die Zeit und ich habe den Arm, und die Gegenspieler von Kopp müssten es gewesen sein, gehen da weit weg. Nelson, Entschuldigung, jetzt habe ich Jordy fast hier die Reception gestohlen. Und da kommt der Catch. Ja, die 92 liegt auf dem Boden. Das ist immer ganz gut. Da haben wir einen Blocker irgendwo mehr, der nichts zu tun hat. Im Normalfall jedenfalls. Machen wir die Shallow Cross. Also, ich würde gerne ja Laufspiel, 1,5 Minuten nur noch, Laufspiel etablieren, aber das ist halt, ne, nicht zu machen gerade, oder? Genau zwischen die Gegenspieler, und ja, das sieht doch schön aus. No Huddle Offense. Und wir spielen Off-Tackle. Off-Tackle. So, da kommt das Ding. Und ja, das war doch ein Traum. So, und direkt nochmal No-Huddle. Oh, der Spielzug gefällt mir aber nicht. Wir switchen auf Mesh. Und das ist schon mal das neue First Down, was wir benötigen. Halfback-Slam, aber nach links. In der Hoffnung, dass die Blocks einigermaßen halten. Ah, wo ist er gelandet? Nicht da, wo wir ihn haben wollen. Noch Halfback Draw, da ist der. Wir rufen mal eine Timeout raus. Ich muss Goal Line Offense spielen und gucken, was für ein Spielzug wir machen. Ich bin ja für Packer Slants oder so ein Scheiß. Hot Root Nelson. Hat ihn, oder? Nein, er hat ihn gedroppt. Ja, da war auch wenig Platz, aber dass ich da durchkomme, 4 und Goal. Oh nein, mach jetzt keinen Scheiß. Ich werde kein Field Goal treten hier. Ja, aber ich kann es, glaube ich, gar nicht beeinflussen. Ne? Scheiß auf die Timeout, das war dumm, ne? Ja. Na gut, dann kickt halt das Field Goal. Was haben wir jetzt? Ach so, dritte. Ja, okay. Dritte Viertel, wir fangen an. 3-3. Janice haben wir heute noch gar nicht bedient. Druck sehe ich keinen. Ah, war viel Verkehr, aber ich glaube, er hat ihn. Netterweise 2 und 2. Play-Action-Stretch-Spielzug. Oh, mal gucken. Nochmal so ein Versuch eines langen Dings. Ist der gefangen oder intercepted? Ich glaube, er hat ihn gefangen. Ja. Ja, geil. Habe ich mir aber schöner vorgestellt, ehrlich gesagt. Also mir fehlt da wirklich die Geschwindigkeit. Halfback Stretch nach links. Mal gucken. Kann ich den einfach nach rechts switchen? Können wir. Aber das wird wieder nicht wirklich was. Den ersten kommt er noch brechen, aber da ist einfach zu viel Verkehr. Und er hat schon wieder, ja, für Raumverlust. 2 und 11. Ist da Inside Cross klug? Ja, wir machen erstmal. Wir gucken erstmal, dass wir ein paar Yards machen. Bullet Pass auf Kopp. Der versucht da noch einen auszutanzen. Und bringt uns irgendwie 2-3 Yards vom First Down entfernt ins Spiel. Packers Under. Also die kurzen Dinger sind das Einzige, was hier gerade halbwegs funktioniert. Oh, lass ihn nicht los. Guter Junge, guter Junge. Wieder Druck. Und im letzten Moment hier losgeworden, das Ei. Oh. First and 10. Ah, Curls könnte er mich in Ruhe lassen. Z-Spot. Auch keiner meiner Lieblingsspielzüge, aber der könnte noch wenigstens funktionieren. Ja, Kopp hat ihn. Und dann sind das 3 bis 4 Yards, denke ich mal. 5 Yards sogar.
200 Yards schon gepasst heute. Jetzt gibt es kein Laufspiel, doch hier. Halfback Ace Power. Linke Seite, zwei Blocker, die 70 geht rüber, noch zum Mitblocken. Ich bin gespannt. Ja, das passt, wenn er... Oh ja, ja! Und Lacy läuft zum Touchdown. Ich werd blass, dass ich das noch erlebe. Dass ich das noch erlebe. Ein wahnsinniger Akt. Warum der Verteidiger da an Lacy vorbeigelaufen ist, ich weiß es nicht, aber hübsch. Hübsch hier aus der Plon-Cam sehen wir das nochmal live, bunt und in Farbe für die, die es nicht glauben. Weckt eure Eltern und sagt, ja Papa, es ist doch tatsächlich passiert, der Lacy. Und die Redskins gleichen aus. Ja, super. Danke danke Defense. Genau das habe ich gebraucht. Ja, statt jetzt standzuhalten und mir ein sicheres Gefühl zu geben, einfach mal nicht mitspielen. Ja. 1, 2, 3 Leute durch. Wenn er links läuft, kriegt er auf die Fresse. Wenn er rechts läuft, kriegt er auf die Fresse. Egal, wo er hinläuft. Das passt einfach nicht. Das passt einfach alles nicht. Ah, der Flanker ist mir ein bisschen zu risky. Per Shotwheel. Play-Action-Shotwheel. Wer ist denn, wenn Kopp das ist? Könnte das? Ja, es ist Adams. Adams hat Speed-Nachteile. Das kannst du also knicken. So, was geht ab? Da geht's ab. Ich hab nur auf die Linebacker geguckt und als die dann nach vorne gelaufen sind, wie die Bekloppten, ja, war mir klar, jetzt muss den Ball loswerden. So. 3 und 2. 3 und 2. 3 und 2. Packer Drive. Was denkt ihr? Aber wir nehmen mal Kopp, weil er nämlich an seinem Gegner vorbeigezischt ist und da war dann wirklich in der Mitte Platz. 21 von 24 ist eine relativ gute Quote. Aber es steht unentschieden. Ah, es hat schon einen Grund, warum die Redskins hier so eine gute Bilanz haben. Die machen es mir nicht einfach hier. 6,5 Minuten noch zu spielen. Wir lassen Lacy laufen. Und das wird nichts. Ja. Und er fummelt. Und der Ball ist wahrscheinlich sogar weg. Ich weiß nicht. Da flog zwar einer von uns, aber ich meine, der. Ich habe den Ballkreis unterm Spieler. Ich erkenne da nichts. Ach, Lacy. Ne, wir haben den Ball. Ach, weißt du, Lacy. Das macht alles doch keinen Sinn mehr. Shallow Cross, linke Seite. Auf Nelson soll es werden. Mal schlecht, aber richtig Glück. Hab aber richtig Glück und Nelson macht hier den Touchdown. Unglaublich, hab ich ein Muzzle. Da habe ich einen Hauch zu früh geworfen. Ich dachte, er wäre schon unterwegs nach links raus. Und dass er den catcht, ist grandios. Weil das ist ja noch gar nicht hier angedacht, ja. Ja. Richtig Glück gehabt. Aber gut, Ding ist drin. Und wir gehen wieder in Führung. Wenn jetzt die Offense bitte so nett wäre, hier zu halten. Ja, sie halten. Stark, Jungs. Geilomat. 5 Minuten noch. Jetzt müssen wir aber hier trotzdem tatsächlich noch anständig weiterspielen. Denn Clockmanagement wäre ein bisschen zu früh. Wieder wird hier aggressiv verteidigt und diesmal weiß ich aber direkt, was Sache ist. Werd den Ball super schnell los. 2 und Inches. Das ist doch schon erfreulicher, denn 2 und Inches, da können wir doch mal Halfback Base spielen und gucken, ob Lacy nicht wenigstens diese Inch Yards hier rausholt. Und natürlich ist die Uhr jetzt... Ah, Full Start. Da, die 37 war's. Nee, 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 nicht gegen mich. Ja. 97, Entschuldigung. Das nehme ich dankend an. Sehr wichtig. Schön, schön. So, jetzt machen wir ein Laufspiel. Das geht richtig in die Buchse. Aber wenigstens fummelt er diesmal nicht.
Ausnahmsweise war kein Fumble. Aber Yards Verlust. Das ist unschön. Das ist gar nicht schön, Lacey. 2 und 12. Jo, da muss ich auch warten, bis Jordy da an seinen Verteidiger vorbeikommt, weil er da auch schon wieder in ihn reingelaufen ist die ganze Zeit. Aber 6 Receptions, 152 Yards ist eine deutliche Sprache. Und das ist ein wichtiges First Down gewesen. Wir spielen mal den Wide Receiver Screen. War ich eigentlich... Nee, komm. Den nehmen wir mit. Vielleicht tut mir jemand noch den Gefallen hier. Früh rauszukommen? Nein. So, da kommt der Pass und dann sind das nämlich... Ach, warum machst du diesen Juke-Move? Du Vollarsch! Lauf doch einfach weiter geradeaus. Der Block war ja noch halb gesetzt. Da machst du locker noch 3, 4, wenn du nicht sogar dran vorbeikommst. Was für ein Vollarsch. Entschuldigung. So, Achtung. Da die 17, da bist du dann vorbei. Da bist du auf der... Ach... Also vielleicht erwischt er dich seitlich noch, aber du holst das First Down. Supergeil, nicht. Ärgerlich. Und nervt. Warum ist die Uhr angehalten? Weiß ich auch nicht. Ja, lauf genau in den rein, der eigentlich gar nichts tun kann. Aber er fühlt sich magisch von ihm angezogen. 3 und 6. Ja. Unschön. Das ist gerade eine Scheißsituation, weil es total unnötig war. Jetzt ein First Down. Wäre wichtig. Wir können nicht bis zur 2-Minute-Warning spielen. Aber das müssen wir auch nicht. Hat er schön seinen Verteidiger ausgetanzt. Janice mit deiner ersten Reception heute, oder? Vielleicht kriegen wir es gleich... Ach, Adams ist es. Entschuldigung. Ich habe Janice jetzt auf dem Schirm gehabt. Adams ist es. Ja, es war ein wichtiges Ding hier. Ein wichtiges Ding, Freunde. 2-Minute-Warning. Und wir sind auch nicht mehr so weit weg von der Field-Goal-Range. Auch nicht unwichtig. Aber wir sind in der Field-Goal-Range. Zwar noch nicht top, 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 aber definitiv von hier machbar. So, Lacey. Drei Mann durch. Das geht nicht, Freunde. Das haut so nicht hin. Erste Timeout genommen von den Redskins. Slot Corner, rechte Seite. Ist Jordy der Receiver? Nein, Adams. Adams soll es machen. Habe ich keinen Bock. Ich nehme das Viereck. Jordy lief besser, glaube ich. Schwer zu sagen. Nächste Timeout. 3 und 9. Jetzt ein First Down und wir wären richtig gut dabei. Corner Strike. Nach links. Corner Strike. Adams soll es machen. Was macht der Safety da hinten links? Er bleibt. Ich werfe die Interception. Na, Schwein gehabt. Das war dumm. 4 und 9. Field Goal. Bitte nicht blocken lassen, nicht versauen. Ja, ich dachte, ich komme da durch, weißt du? Hätte ich ein bisschen noch gewartet, hätte ich vielleicht dran vorbeiwerfen können. Aber ich weiß ja nicht, wie er sich bewegt hätte. Ja, sie machen das Field Goal. Wunderbar. Und die Redskins punkten auch. Ich werde blass. Aber nur noch eine Timeout. Wir machen natürlich hier das Knie. Ja, war ein Versuch von einem Onside-Kick. Ne? Würde ich jetzt mal so anhand der Länge interpretieren. Sie nehmen nochmal ihre letzte Timeout. Was für Vollidioten. Ey, das ist total unnötig, ey. Ich meine, das geht gar nicht mehr. Wir knien jetzt nochmal nieder und dann... Reicht es dann schon? Oder müssen wir dann nochmal knien? Ja, wir müssen... Ne, reicht. Das passt. Ja, Leute. 2017. Knapp, aber... und das ist das Einzige, was jetzt gerade wirklich zählt. Wir müssen nicht gut aussehen. Wir müssen das Ding hier gewinnen. Und das haben wir damit getan. Und damit gleichen wir unsere Saisonbilanz auf 5 und 5 aus. Und ja, müssen jetzt mal gucken, dass wir diese Leistung dann in der nächsten Woche bestätigen.
Also ich weiß, dass ich noch mindestens ein User-Game habe. Ja, schauen wir mal. Die KI tut mir aber momentan auch keine Gefallen. Dementsprechend schwierig. So, ja, da sind sie traurig, die Redskins. Haben sich tapfer geschlagen. Ich habe richtig Glück gehabt mit dem Touchdown von Jordy. Und das, oh, guck mal, 87% an den Mann gebracht. Ein starkes Spiel. Muss man auch mal mich hier selber loben. 121er QB-Rating ist auch cool. Ja, kann man genauso machen. Ein Touchdown, keine Interception, aber ein Fumble wieder, ne? Steht aber nicht. Glück gehabt. 59 Yard Long. Habe ich, glaube ich, in dieser Saison in der Form auch noch nicht geschafft. So, Freunde. Wie gesagt, wichtig war der Sieg. Den haben wir jetzt hinbekommen. Danke fürs Zusehen. Und nächste Woche Freitag geht's dann weiter. Vielleicht können wir hier auch nochmal ganz kurz gucken, gegen wen das dann sein wird. Ist ja für den einen oder anderen auch nicht uninteressant. Natürlich schaltet ihr so oder so wieder rein. Da bin ich doch, ja? Zuversichtlich. Und wir müssen auch XP auch mal ausgeben hier. Ein bisschen XP mal ausgeben. Die Eagles sind als nächstes dran. Die Eagles. Und die Eagles haben doch die Sit besiegt, oder? Das heißt, das ist auch noch kein eingeplanter Sieg. Im Gegenteil. So wie es momentan läuft, hoffe ich das Beste, befürchte das Schlimmste. Wir sehen und hören uns das nächste Mal wieder am nächsten Freitag aller Wahrscheinlichkeit nach. Ich bedanke mich. Bleibt am Ball. Macht's gut. Ciao. Ja, Leute, das war's mal wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Wenn in dem so ist, würde ich mich sehr über ein Like freuen oder auch über einen Kommentar. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch einfach diesen Kanal, indem ihr hier auf Abonnieren klickt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer GoddyLP.